Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play 7 Days to Die mit dem Maki und der Ice Lady Akalina. Hi. Schau mir die Augen klein. Mit Hosen. Nein. Mit Hosen. Don't forget the clothes. Sie will da oben alleine arbeiten. Vergesst nicht die Hosen. Genau. Ja, ich weiß, ihr wolltet das die ganze Zeit schon, dass ich meinen Hintern wegpacke. Ich fühle mich beleidigt. Das ist ja so hässlich gewesen. Was? Was? Das wollte alles nur der Maki. Was? Ja. War nur lieb seit, und brav. Seit Folge 1 am Mobben. Durchgemobbt. So, Lead-Ingots haben wir da. Was hat denn da Maki da eigentlich schon wieder? Lead-Ohren, wieder nicht weggearbeitet. Was? Was für Lead-Ohren? Iron Fragments, nicht weggearbeitet. Maki, was ist nur los mit dir? Cole, oh, das hab nicht ich weggearbeitet. Tut mir leid. Eigentlich tut es mir nicht leid. Tut dir überhaupt nicht leid, ich kenne dich doch. Sag ich doch. Ich stelle jetzt aber noch so ein paar Frames her. Wow. Ich baue gerade Gunpowder. Cobblestone Frames, da genau. Okay, ich brauche. Hast du noch irgendwie Fiber Plants? Ja, habe ich noch. Warte. Schau mich mal an, Baby. Ah, komm her. Schau mir in die Augen, Kleines. So, hier, da nimmst du ja. Danke. Das schaut irgendwie mal aus wie so ein Johnny. Brauche ich noch ein bisschen Holz. José Torres. Im Übrigen, ich kann jetzt Munition herstellen. Wünsche? 10 mm Bullets. 10? Ja. Oh, warte mal. Habe ich da gerade das gehört, was ich gehört habe, dass ich. Oder was ich denke, dass ich gehört habe? Was? Ich hab einen. Ist da gerade. Ein Baum gefällt? Achso, was? Ich hab schon Hoffnung gehabt, dass ein Zombie da. Oh. Oh, Mensch. Hey, das ist aber echt komisch. Ich weiß kommen nicht, bestimmt noch Zombies. Ich will jetzt Zombies sehen. Ich will jetzt Zombies haben. Bitte. Jetzt wäre ich schon ganz verzweifelt. Ja, ich spiele 7 Days ohne Zombies. Ja, das ist ja. Das ist so wie. Ich fange gleich an, das. Keine Ahnung. Daisy ohne Cheater. Ja, oder. Oder WoW ohne Geflame oder sowas. Also, nee. Du meinst LOL. Also, ja, LOL. Zum Beispiel. LOL. Das ist noch auch, ja. Ja, das stimmt. Das geht ja gar nicht. Ich stürze mich gleich cool. vom Maki Tower. Was für ein Maki-Tower? Jemand von euch, LOL. Nett. Wenn wir schon dabei sind. Ich hab. Unser Feld längst auch nicht. Gespielt. Ach, ist doch alles nix. Okay. Hast du lang LOL gespielt? Ich habe relativ lang LOL gespielt eigentlich, ja. Und sehr intensiv. Hast du es intensiv beackert? Bis es mir dann zu blöd war, weil okay. Wirklich mit random Leuten musst du das nicht spielen. Mm. Das ist nicht schön. Braucht man Leute, die mitspielen. Ja. Die mit dem Maki spielen. Was? So war es nicht gemeint. Dö. Dö. Ich esse Lass jetzt mal ein uns Stückchen. Mal drüber nachdenken. Haben wir eigentlich noch Tee irgendwo? Wir haben überhaupt kein Tee mehr. Was wollte ich denn jetzt? Tee machen. Tee machen. Mach schon. Los, Maki, gönnen wir uns Tee. Nee, ich brauche jetzt erstmal Cobblestone Frames. Cobblestone. So, ich mache jetzt Tee. Mir reicht dieses Rumgesitze hier. Golden Rod Tee. Tu das. Mehr Tee. Juche. Juche. Ey, jetzt schon wieder Abend. Ja. Ach, stimmt. Da kommen ja jetzt bald schon die nächste Nacht. Yay, mit ja Zombies. Doch mal was. Kommen wieder voll viele bestimmt. Bestimmt sammeln die sich irgendwo und dann ragen die uns auf einmal um. Genau. Haha, euch kriegen wir. 300 Zombies. Ja, haben sich erst kräftig fortgepflanzt und dann kommen sie an. Was? Fortgepflanzt? Ja. Moment mal. Schmutzig, Baby, schmutzig. So. Ja, ja, was meinst du denn, was deine Cheerleader da den ganzen Tag machen, hm? Oh, verdammt. Well played. That's so wrong. That's so wrong. Okay, achso, ich wollte ja noch. Oh, ich habe so viel zu tun schon wieder und ich kann nicht, weil Maki. Also, ich mache jetzt hier mit meiner Axt Gras kaputt. Das ist die tolle Arbeit Beschäftigung. Eines Maki. So, ja, ich brauche immer diese ganzen Frames. Cobblestone. So, 24. 7 Days to Maki. Oh, yes. So, dann haben wir noch die ganzen Woodlocks zu Woodplanks. Und dann kann ich jetzt gleich mal die ganzen. Okay, warte, ich habe jetzt nochmal ein paar Frames. Soll ich da jetzt in Richtung Wüste zum Beispiel relativ breit bauen? Also wenn ja, ich du kannst schon einen Meter bauen, also das wäre kein Problem. Ein Meter, okay. Ja, ja. Halt. Mach ich einen Frame mit Liebe. Okay, wenn's gut ist. Ich klatsche da schon ein bisschen mehr hin. Oh, warte mal, wir haben doch hier irgendwo noch ein Lied.
Hier ist Tungsten. Wo ist Lead? Wir brauchen Lead nämlich noch, ohne Ende. Hier, ich glaube irgendwo, ich habe noch ein bisschen Lead Ore irgendwo gehabt. Ja, ich weiß, ich habe es gesehen. Hast du nicht? Doch, Marki, gib mir mal ein bisschen Holz bitte. Ich komm mal raus. Ja, komm her, ich habe genug. Wo bist du? Da, ich hab ja alles, was du brauchst. Ich kann alles besorgen. Ich hab den krassen Scheiß. Planks bitte. Komm, her damit. Da und. Ich brauch. Da. Nein, oh. Ich brauch noch keinen Stock. Ich brauch Holz. Hä, ich hab dir doch gerade Planks gegeben. Das sind Sticks gewesen, Marki. Nein. Ach nee, das sind Planks gewesen oder Sticks. Das schaut nur so aus. Achso, jetzt weiß ich, was du meinst. Denk mir schon so, hey, was? Was? Ich hab doch gar nichts gemacht. Also, wenn man jetzt hier oben steht und es ist Nacht und es ist neblig und man guckt durch die verransten Fenster, dann kannst du es direkt vergessen. Dann wird's voll romantisch. Romantisch? Naja. Romantisch. Romantisch. Also, wir haben jetzt 2100 Gunpowder, liebe Freunde. Was? Ja? Was machen wir denn damit? Wir werden jetzt in die Großproduktion einsteigen. Verkaufen wir an Cheerleader? Wir verkaufen auch an Cheerleader, ja, alles. Cool. Wir brauchen mehr Stones. Und wartet mal, ich wollte ja auch noch die... Oh Gott, es gibt so viel zu tun. Was war eigentlich mit deiner Idee? War das die Hose für mich? Ja, das war die Hose. Die ultra geniale Idee. Ja, hallo, das ist ultra genial. Jawoll. Nochmal Lied. Hose. Jede Feministin wird mir jetzt danken. Und dich auf ewig hassen. Wieso denn? Ich habe einer Frau eine Hose geschenkt. Obwohl, dann ja, kommt genau wahrscheinlich eine der Herren sagt, das hätte sie sich auch selber basteln können. Ja, genau. Sie ist nicht auf dich angewiesen. Ich kann sowas auch alleine jetzt ja hier. Was ist da los? Verdammt nochmal. Das ist doch auch nicht. Marki, wir haben noch Alkohol im in einem der Kisten. So eine bist du also. Ich wollte dich nur schützen. Selber. Wollt ihr euch jetzt vor der Nacht noch betrinken oder was? Wenn's lustig wird. Damit's ja, genau. Lustig wird, genau. Ich sehe auch so schon nichts, also ein bisschen Alkohol. Boah, ich schick mich nicht so. Ich bin hier voll am Craften und dann rennt mir da so jemand ins Bild. Hi. I'm Batman. I'm Batman. Want to come to my bad cave? Was? Lucky. Kannst du so nicht sagen. Doch. Hast du doch gehört. Anders. Okay, 10 mm Bullets hast du gesagt? 10? Ja? Oder 9? Ja. Oh, warte mal, ich muss noch rausfinden, Bullet-Tipps. Boah, ich will jetzt meine Waffe ausprobieren. Ach, die müssen wir... jetzt irgendwo hin und baller alles über den Haufen, das mir unter die Flinte läuft. Warte mal, wir hatten doch irgendwo Bullet-Tipps gehabt, oder? Machen wir lieber mal die Tür zu, wenn du jetzt alles hier... umschießt. Genau. Bullet-Tipps haben wir, ja. Okay, also wir brauchen 10 mm Bullets, alles klar. Check hey, aber Display. Ganz ehrlich, hier ist gerade voll der Hund verreckt, hier ist gar kein Zombie mehr. Ich finde es ehrlich gesagt mehr angsteinflößend als alles andere, wenn da gar keiner mehr ist. Die wurden von irgendwas bedrohlicher okay, Marki, gefressen. Okay, Marki, reichen dir 400 oder brauchst du mehr? Oh, 400 ist okay. Na gut. Nee, ernsthaft, wo sind die Zombies hin? Ich könnte eigentlich mal wieder auf Erkundungstour. Nein, es ist keine... Ist keine gute Idee in der Nacht. Obwohl, ach, komm, YOLO. Kommt doch eh keiner, gell? Jetzt hängen sie gleich alle an dir. Mach mir keine Angst. Ich geh jetzt echt auf Erkundungstour. Ich bin der Beste. Jetzt um die Zeit. Ja, eben, genau deswegen. Hol sie alle her. Herausfordern. Genau, erstmal alle anlocken, dass wir hier auch ein bisschen was zu tun haben. Also, wir brauchen Bullet-Tipps und wir brauchen Bullet-Tip-Casings. Das heißt, wir nehmen die zwei leeren. Die laufen nämlich jetzt eh gerade nicht. Und fangen hier an im Bullet-Tipps und... Bullet-Tip-Molds, Bullet-Tip-Casings herzustellen. Da. Der Sonne hinterher. Blei, oder? Warte mal, Blei muss da rein. Das ist ein Schwein. Ein Zombie-Schwein. Töte das Schwein, los, töte das Schwein. Obwohl, ich brauche eigentlich gar nicht, das brauche ich jetzt eigentlich gar nicht, das wäre verschwendete Munition. Bullet-Tip. Oh, da ist ein Zombie, oh mein Gott, wo kommst du denn hin? Voll das Highlight. Okay, das funktioniert schon mal. Gut, ich treffe nicht. Hä? Wow, er fängt an zu laufen. Zu rauchen? Ah! Zu laufen? Achso. Hey, das Schwein fängt an zu rauchen. Hä? Hey, das ist easy, Mann. Nein, genau. Hilfe, sterbe. Was? Was? Was machst du? Okay, ich komme zurück. Wurdest du von dem Schwein gegessen? Nein, von dem... Okay. Miep, ich will hier weg. Ich will hier weg. Ganz schnell. Okay, das war gerade. Ich habe jetzt Angst. Was?
Von mir. Jetzt plötzlich. Das Zombie war, Bei mir hängt alles. Ah! Okay, Moment, ich hab grad... Was? Ich hab nicht... Ich hab 8 Schuss abgefeuert und meine Waffe ist... Kaputt. Ja. Wir haben noch... Apropos, wir hatten Weapon Repair Kits, glaube ich, ganz viele gehabt. Ja, die... Oh shit, die habe ich gar nicht dabei. Ich nehme mal 2 ins Inventar mit. Ich kann dir auch ganz viel Munition geben, Marki. Ja, das kann ich jetzt auch gebrauchen. Ich hab Angst. Und eben noch ganz voll. Warte mal, ich hab da was gehört. Ja, das glaubst du gar nicht, wie schnell die sind. Zombies! Die, das ist. Was? Ja, stimmt, aber man sieht genau gar nichts von hier oben. Marki, hier sind Zombies. Das ist echt alles voll. Was? Zombies? Ja. Wo? Nein, gerade jetzt. Nein, man hört ganz viele. Das sind mehr als nur 1, 2. Aber man sieht's halt nicht. Ich sehe da oben eure Lichter. Okay, ich höre da auch was. Wir sind aber noch undetected. Die sind unter euch, die sind im Wassergraben. Wo, auf welcher Seite? Auf meiner, da wo ich gerade komme. Von Norden. Man sieht echt gar nichts. Ich muss hier weg. Ich sehe aber keine. Aber man hört sie. Oh Gott. Da sind Spider-Zombies. Ich gehe rein. Okay, ich gehe rein. Nina behält oben den. Nee. Mach Tür zuschließen. Okay, ich bin hinter dir. Gib mir die Waffen, Repair Kits. Warte mal, Marki, ich schmeiß dir Munition auf den Boden. Okay, jetzt wird's heiß. Hier Munition, 10 mm. Boah, das hört sich so nah an. Ich komm. Okay, die sind da überall, da sind auch voll viele Spider-Zombies. Spider-Zombies! Ja, Baby, wir haben Zombies! Ja, geil! Die schreien voll rum. Marki, soll ich aufmachen? Komm, die steht vor der Tür. Warte, ich muss noch. Was? Ich muss nachladen, ich brauch nicht. Ich brauch Painkiller. Okay, stellt euch auf. Ich will auch keine Zombies mehr. Warte, noch eine Sekunde. Ich muss noch Painkiller nehmen, weil mir tut alles weh. Ich brauche ein First Aid Kit. Die kommen ja da. Ja, Marki, weißt du. Marki, ich schmeiß dir nochmal Kugeln hin. Okay, Light First Aid Kit. Ich bin ready. Oh, da ist jemand vorm Fenster. Ja. Pass auf. Das sind die Spider-Zombies. Die halten richtig viel aus. Einer muss noch oben. Ist die Tür zu? Ich glaube oben. Ich gehe noch. Okay, Marki, bist du soweit? Warte, die Tür ist oben zu, okay. Gut. Öffne die Tür. Geh weg. Der springt da ja. Okay, wenn er reinkommt, dann ballern wir drauf los. Will er nicht. Was? Man, der macht das Fenster kaputt, oder wie? Nee, ich hab das Fenster kaputt gemacht. Gut. Dachte schon. Okay, Marki, es wird hell. Wie mein Marki-Baby. Okay, ich geh rauf, ich check mal die Lage. Okay. Schau gut aus. Wow, verdammt, hast du gerade geballert? Ich hab aus Versehen. Achso, okay. Ich geh raus. Okay, die im Wassergraben sind alle tot anscheinend. Echt? Hat's was gebracht? Ich bin draußen. Nicht auf mich schießen, bitte. Okay. Nee, ja, okay. Komm auch mal hoch. Schaut sicher aus. Hier geht ja sogar mal voll Action heute. Hier ist nichts drin. Voll. Alles safe. Ja, okay, viel war jetzt, ist jetzt anders. Nee, aber das hat sich schon nach vielen angehört, vor allem vorhin oben, hier drauf. Ja, also es ist auf jeden Fall auch was kaputt am Haus, ne? Können das kaputt machen? Aber das sind doch nicht nur die Spikes jetzt gerade gewesen. Die haben ja auch ein bisschen was kaputt gemacht. Puh. Gut. So viel zu. Warte mal, ich höre noch mehr. Zombies. Da hinten? Ich höre auch noch welche, ja. Das wären mehr. Da waren noch mehr davon aus der Ecke. Da ist noch einer. Ja, ich sehe einen. Nice. Hast du denn sein Hirn weggeblasen? Okay. Der ist auf meinem Feld. Junge, kein Mensch geht hier auf mein Feld. Ach so, ist ja kein Mensch. Aber da waren auch ganz viele. So 2, 3 waren auf jeden Fall in den Spikes drin. Aber ich weiß nicht. Warte mal. Nee. Waren es die vielleicht? Liegen da irgendwo Leichen? Ich sehe nichts. Also jetzt sind aber alle wieder weg, oder? Also ich sehe nichts mehr von hier oben. Ich höre auch nichts, also ich glaube, wir haben es überstanden, Freunde. Ja. Yeah. Spider-Zombie. Wir müssen unbedingt den Wall hochkriegen, weil das hat ja keinen Wert. Wir können uns ja überhaupt nicht verteidigen aus dem Haus raus, außer die Tür aufmachen. Mhm. Ich stelle jetzt nochmal Munition für meine Knarre her.
Schaut sicher aus. Okay, ich stelle jetzt noch mal ein paar diese. Ich stelle mal diese Gitter her. Iron Bars? Iron Bars waren das, genau. Da brauchen wir extrem viel. Ich glaube, wisst ihr, was die Zombies angelockt hat? Ich habe enorm viel gecraftet im Haus. Ja. Die Öfen liefen die ganze Zeit und haben produziert. Metal Trussing? Okay. Rebar Frames, ich kann noch diese. Ich habe jetzt 57 Cobblestone Frames, die stelle ich auch noch auf. Damit wir hier mal mit der Mauer weitermachen können. Gut. Was brauchst du eigentlich? Du brauchst möglichst viel. Stein. Nee, auch Pflanzenteile, oder? Nö, eigentlich nicht. Für die Frames? Also Sticks und. Ja, okay, ein paar, stimmt. Sticks und Viber Plants. Plant Viber. Viber Plants. Warte mal. Dann besorge ich nämlich Plant Viber. Und dann, oder Fiberplan oder wie auch immer. Und bring dir mal ein paar mit, damit du weiter craften kannst. Oder crafte ich selber die Dinger und baue dann halt einfach weiter. So, und ich mache jetzt die Iron Bars. Oh, Iron Bars. Hey. Und was würde dann an Tag 7 hier abgehen? Ständen sie dann alle vor der Tür? Es kann wirklich eine komplette Zombie-Horde hier durcheiern. Das ist möglich. Also das sind halt die maximale Anzahl an Zombies, die dann halt hier durchwandert und dann. Ja, und das sind dann halt aber auch solche Polizisten-Zombies. Ja, Militär-Zombies kann auch die sein. Die zum Beispiel halt so kotzen. Was? Ja, die kotzen so ein Gift denn? Und da kannst du halt auch relativ schnell dran sterben. Wir haben 40 Iron Ingots. Ich nehme jetzt mal die Hälfte davon und die andere Hälfte lagere ich weg. Weil kann ja auch sein, dass ihr noch was braucht. Wir haben jetzt auch insgesamt 51 Iron Ingots, also. Ich glaube, das hält eine Zeit. Ja, aber wir brauchen echt viel für diese Frames, für die, was wollte ich jetzt sagen, für die Bars, genau. Die kosten nämlich extrem viel, so Short Iron Pipes. Ich bin Level up. Oh, wow, und haben ins Bein gebrochen. Was macht ihr denn dauernd? Es sind genug Splints drin. Na, also, Gott sei Dank. Ich weiß auch nicht, das ist. Seitdem ich dabei bin, jetzt das dritte Mal. Ja, mein Bein heilt ja gar nicht mehr richtig. Maki? Mhm. Wir haben kein Zement. Doch, jetzt. Läuft wieder. Ja. Ich leg dir auch mal meinen ganzen Zement, den ich dabei habe, lege ich dir mal bitte ins Inventar rein. Das ist nämlich gar nicht so wenig. Ja. Okay, warte mal, das passt eigentlich so. Ja, das wird echt riesig. Wir brauchen ja noch so viele Ressourcen dafür. Ja. Oh, da liegt ein Stein, deswegen kann ich das jetzt nicht positionieren, oder was? Ja, schon was aber auch. Bis das fertig ist, habe ich das Crafting-System dann auch verstanden, dann kann ich mir auch was bauen. Ja, du kannst ja eigentlich alles, es ist relativ easy, du musst halt einfach nur nachschauen, was so alles gibt. Ja, es geht auch langsam. In diesen ganzen Unterklassen, da ist es relativ übersichtlich, im Gegensatz zu jetzt, sag ich mal, Minecraft, wo du alles selber wissen musst. Wow, verdammt, okay, ich muss hier echt noch diese ganzen Büsche vernichten. Ich spiele halt normal immer, ich spiele ja eigentlich immer Survival Games, aber da ist es ja meistens so, dass man alles irgendwie auf einen Haufen schmeißt und guckt, was man draus machen kann. Mhm. Ja, genau. Das stimmt. Ja. Ist aber in dem Fall nicht so. Hier ist im Übrigen ein freies Feld, Maki. Oh. Es sei denn, du willst da eine Tür reinbauen. Nee, habe ich nicht vor. Das ist ja der Sinn hinter so einer Mauer eigentlich. Relativ wenig Öffnungen. Jetzt klatsche ich hier gerade nochmal den restlichen Cobblestone rein. Aber da können die dann einfach drüber klettern, gell? Oder wie ist das? Darum bauen wir ja diese Ladder, die Iron Bars ein. Genau, damit die da hängen bleiben. Die lassen wir dann so drüber hängen. Okay. Dann können die sozusagen, die können nämlich nicht über den Überhang drüber klettern. Ah. Und da machen wir dann auch gleichzeitig den Wehrgang eben draus. Okay. Haben wir. So ist zumindest der derzeitige Plan. Mir ist gerade was aufgefallen, und zwar, wir haben ja gar kein, ich habe ja gar keine Shotgun-Munition gebaut, falls wir denn mal endlich Shotguns bauen können, weil die nämlich extrem viel nützlicher sind. Die waren echt klasse im Nahkampf. Ja. Weil die Pistole ist gut, vor allem da, wenn die Zombies so stark sind. Ja. Also die Pistole ist wirklich gut, aber Shotgun ist halt einfach nochmal eine ganze Ecke besser. Könnt bestimmt auch nochmal was anderes gebrauchen als meinen komischen Bogen. Ja, also es gibt eine Pistole. Crossbow ist auch cool. Okay. Moment, ich kann dir eigentlich meinen Crossbow geben und meine Munition. Ja. Warte, Maki. Nina kann auch ganz einfach den
Eine Pistole. Es ist eine blaue Pistole im Inventar drin. Oh, ach, ich nehme auch einen Crossbow. Das ist mir eigentlich egal. Dann nimm ruhig die Pistole. Wir haben Munition ohne Ende. Okay. Dann lege ich noch mal ein bisschen Munition da rein, damit du auch schießen kannst. Und dann würde ich sagen, kommt mein Spruch, denn wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ups, ja, genau. Hätte ich mir gerade fast was gebrochen. Oh no. Das war knapp. So, ich baue an der Stelle noch mal kurz ein paar Shotgun-Shells, weil braucht man ja auch mit Sicherheit. Immer doch. Aber viele kann ich nicht herstellen. Also Lead ist jetzt ein bisschen ein Mangel, oder? Kann das sein? Mangel. Ja, das ist echt nicht so, kommt echt nicht so häufig vor. Zement. Okay, jetzt habe ich die ganzen Iron Bars. Okay, ich habe jetzt aus so viel Zeug gerade mal 36 Iron Bars. Okay. Raus. Wird besser. Wird besser mit dem Lead. Das ist echt mager. Okay, jetzt können wir dann auf jeden Fall Shotgun Shells auch noch herstellen in rauen Mengen. Da haben wir ja auch schon ganz schön viele, muss man dazu sagen. Aber mehr ist halt besser, ne? Forged Iron. Oh, ich habe noch Antibiotika 4 Stück im Inventar. Ja, dann hau rein. Also, kann man immer gebrauchen. Oh, ich habe ja noch, stimmt. Ich habe noch Painkiller. Okay, also wir haben munitionstechnisch, schaut es echt gut aus. Jetzt müssen wir Waffenteile langsam ranbekommen. Ja, da haben wir auch schon eine Menge eigentlich. So, also ihr verplappert euch wieder. Ihr wolltet hier gerade... Das ist so schlimm an dem Spiel einfach. Du kannst irgendwie dann nicht mehr aufhören. Ich will aufhören, ja gut, aber Freunde, ich dann würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Ja. Was sagt ihr? Ja, wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, ciao, ciao. Tschüssili. Ciao.